Frau George, Sie haben 20 Jahre geschrieben oder länger, sagen wir mal jetzt so 20 Jahre, ne? Und sehr spät dann jetzt einen Bestseller gelandet. Wie fühlt sich das an? Als ich auf der Bestsellerliste landete, das erste Mal, letztes Jahr im Juni 2013, habe ich geweint. Geweint, weil plötzlich eine Art Druck nachließ, als ob so eine Art Umklammerung nachließ, die ich vorher gar nicht so gemerkt habe. Das heißt, ich war erleichtert, ich war fix und fertig, dass ich es endlich geschafft habe, oben anzuklingeln nach 20 Jahren. Aber ich habe nicht gewusst, dass mich die 20 Jahre wirklich so in der Eisenforst hatten. Es war toll. Wahrscheinlich überzeugt man sich zwischendrin auch, ich muss ja kein Bestseller, Hauptsache ich schreibe ein gutes Buch. Am Anfang, darüber habe ich lange nachgedacht, ob ich jemals einen Bestseller schreiben wollte. Und ich muss sagen, nee, daran habe ich nie gedacht. Ich bin aufgewachsen mit Büchern, indem ich in die Stadtbibliothek gegangen bin. Und ich habe es geliebt, Stephen King und John Irving zu lesen. Und ich wollte Bücher schreiben wie John Irving. Ich wollte berühren, ich wollte verführen, ich wollte in andere Welten schaffen. Das Wort Bestseller lernte ich erst viel, 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 viel später kennen. Und das ist was damit zu tun hat, sich zu verkaufen und gut zu verkaufen und in welcher Höhe. Ich wollte nie Bestseller schreiben, ich wollte Bücher schreiben, die die Leute berühren. Naja, und deswegen, ich habe damit nicht gerechnet. Wie ist das, plötzlich gesehen zu werden? Plötzlich ist man da. Man ist raus aus der Masse von kleinen Schreibern, die wir alle sind, und plötzlich ist man wer. Man fühlt sich natürlich überhaupt nicht, also ich habe mich nicht so gefühlt, oh, ich bin jetzt wer, weil ich ja meine 20 Jahre Arbeit kannte. Ich bin eine sehr solide Schreiberin, eine Working Writer, und man bekam immer sehr, sehr solide, gute Ware. Und dann hatte ich diesen Bestseller, und der seit jetzt einem Jahr auf der Bestsellerliste ist. Und es bewegen mich immer noch drei Fragen. Was habe ich richtig gemacht? Kann ich es nochmal? Und wie oft muss ich es wiederholen? Weil ein Bestseller zu schreiben, ist schon etwas wie ein Lottogewinn, Mittwochslotto, so ungefähr. Man kann darauf hoffen, aber nicht unbedingt damit rechnen. Dann hat man einmal oben angetickert und weiß aber, die Latte hat man jetzt hochgelegt und man muss immer wieder drüber. Und plötzlich wird es interessant, wie ist es nach dem ersten Bestseller? Schaffe ich auch den zweiten und den dritten? Und das hat mir tatsächlich den Schneid abgekauft. Und ich habe jetzt ein Jahr eigentlich mir Zeit gelassen, ein Jahr mehr, als es vielleicht mein Verleger gerne gehabt hätte, um wieder Kraft zu sammeln. Aber Sie sind an was Neuem dran. Jetzt bin ich wieder an was Neuem dran, ja. Wollen Sie schon mal was verraten? Eben hat eine der wunderbaren Teilnehmerinnen gefragt, ob ich über meine Ideen rede. Nein, rede ich nicht, aus folgendem Grund. Nicht, weil ich Sorge habe, dass sie dann in der Welt ist und jemand anderer sie sich nimmt. Das wäre noch nicht mal das Problem. Eine Idee kann von drei Leuten ganz unterschiedlich gemacht werden. Ich rede darüber nicht, weil ich mich sonst beim Schreiben langweile. Wenn ich sie jetzt ein bisschen erzählen würde, dann hätte ich vielleicht nicht mehr so viel Lust, darüber zu schreiben. Und dann schaue ich sie vielleicht an. Und wenn sie wenn sie mit dem Lied zucken, denke ich mir, oh, ist die Idee vielleicht doch nicht so gut? Deswegen hüte ich die so ein bisschen für mich. Aber es wird, so viel kann ich sagen, wieder mein Thema sein. Mein Thema heißt Angst vor dem Tod. Mein Thema heißt Leben, so leidenschaftlich es geht, und diese Angst vor dem Tod überwinden, heißt aber auch die Frage, gibt es ein komplett richtiges Leben? Ich kreise immer wieder um die Frage Leben und Tod. Ich kreise aber auch darum, gibt es richtige, wirklich richtige Entscheidungen? Können wir überhaupt das richtige Leben führen? Und um dieses Thema wird das nächste Buch kreisen, aber es wird ganz anders als das Lavendelzimmer. Ein absolut universelles Thema, eins, das jeden interessieren wird. Also da ist schon mal ein gutes Rezept für den nächsten Bestseller, hoffe ich. Sie haben ja sehr unterschiedliche Bücher geschrieben. Das hat mich auch immer so ein bisschen gewundert. Die meisten von uns schreiben ja in einem Genre oder immer ungefähr in eine Richtung. Immer Anwaltsromane, immer Thriller, immer das. Und Sie haben eine riesen Bandbreite von Krimi über, also Lavendelzimmer ist für mich ein modernes Märchen. Das ist sehr freundlich, sehr optimistisch, sehr positiv. Und dann haben Sie diese Fußballgeschichte geschrieben, von diesem jungen Mädchen in Afrika, was ganz, ganz böse endet, was ganz realistisch und übel ist. Sind das immer Sie oder haben Sie da was probiert? Es ist immer ich in unterschiedlichen Lebensformen und Situationen. Ich bin ein sehr wechselhafter Mensch, nicht unbedingt launisch, aber sehr, sehr wechselhaft, auch über den Tag über. Das lasse ich nicht unbedingt an anderen Menschen aus, aber es ist ein Zeichen dafür, wie schnell sich bei mir auch
Wünsche und Bedürfnisse über was möchte ich schreiben ändern können. Ich habe diese Geschichte über Precious Lee in Afrika, eine junge Frau, die über den Fußball sich emanzipiert, über die Männerwelt hinaus, über die Geisterwelt hinaus, über die Religion hinaus, geschrieben, weil es mich berührt hat, weil ich geweint habe, als ich zum ersten Mal recherchiert habe über junge Frauen in Afrika. Und wenn mich etwas berührt, dass ich furchtbar weinen muss, dann, und es mich nicht loslässt über Wochen und Monate, dann muss ich es schreiben. Es ist immer alles ich, ob ich über Erotik schreibe, ob ich Morde begehe, ob ich die Freiheit zu den Frauen bringe. Wahrscheinlich ist jeder Mensch sehr, 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 sehr vielfältig und vielleicht ist eins meiner Eigenschaften, viel zu machen. Und genauso zerrissen bin ich dann aber auch. Also ich bin auch in mir ein durchaus zerrissener Mensch. Das fügt sich zwar immer wieder zusammen zu einem Ganzen, aber diese Spannungen, unter denen ich auch stehe, die Wünsche, was ich alles schreiben möchte, über den Tod und über das Leben und über Eros und über Mord, das sind Spannungen in mir, die auch manchmal unerträglich sind. Aber es ist immer alles ich, auch wenn es bunt ist. Also es ist nicht ausprobiert, womit kann ich denn jetzt landen, sondern das ist die echte Frau George mit dem, worauf sie Lust hat zu schreiben. Es ist immer ganz echt, weil dieses Ding, womit kann ich landen, würde ich jedem von abraten. Da kommt heute irgendwie Shades of Grey raus und man denkt sich, oh super, so ein irgendwie SN-Märchen mit Zauberpeitsche, mache ich auch, sogar noch viel besser. Und dann kommt das raus, aber dann ist Shades of Grey irgendwie auch schon durch. Und das Ding ist, jeder, der als zweites oder als drittes nach einem Trend kommt, wird nicht mehr so durchstarten und wird vielleicht auch frustriert sein. Deswegen kann man gleich darauf verzichten und seinen eigenen Trend setzen. Und das habe ich zum Glück relativ früh begriffen. Und da ich auch Journalistin bin, die Textarbeit leistet, die gewünscht ist, kann ich das, nervt aber auch. Also dieser gewisse Bereich von Texte werden bestellt, Texte werden gewollt, ich weiß genau, was zündet in den Zeitschriften, kann ich, mache ich. Aber danach brauche ich es fast nervlich zu schreiben, worüber ich will und wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich nenne das meine Scheiß-drauf-Haltung. Scheiß drauf. Und mit dieser Haltung lässt sich schon ganz gut schreiben. Unbedingt. Die Sexromane, die Sie am Anfang geschrieben haben, erotischen Romane, sagen wir mal ein bisschen respektvoll, die Sie am Anfang geschrieben haben, unter dem Namen Anne West, ne? Anne West, Anne ja. West. Da kommt ja auch immer so leicht der Verdacht auf, na, das schreibt sie, um damit Erfolg zu haben. Aber damals, als Sie das geschrieben haben, da war das noch gar kein Trend, ne? Null. Der erste Anne West, das erste Anne West-Werk, ein sogenanntes erzählendes Sachbuch. Also ich habe aus dem Leben anderer erzählt, aus meinem eigenen Leben. Ich habe reflektiert, lustige Geschichten erzählt, aber mich trotzdem um den Bereich Sexualität, Partnerschaft, Männer, Frauen, Gender gedreht, erzählend. Das war 1997. Das heißt, es gab kein Sex and the City, es gab keine Sexratgeber wie heute am laufenden Band, da geht man in Italien und wird ja irgendwie quasi erschlagen davon. 1997 gab es das nicht. Und ich habe das auch nicht geschrieben, um berühmt zu werden. Das wird ja Schriftstellern gerne unterstellt, dass sie schreiben, um berühmt zu werden. Aber jeder Schriftsteller weiß, bevor er berühmt wird, also da vergehen irgendwie richtig ein paar Jahre. Und das ist wirklich eine sehr ungeschickte Art, wenn man berühmt werden möchte, Schriftsteller zu werden. Dauert viel zu lang, muss man nicht. Ich habe das erste Buch geschrieben, weil ich so sauer war auf die Klischees, wie Frauen, wie Männer in Klischees in Schubladen gepresst werden. Und das heißt, meine Bücher sind sehr oft auch von Wut getrieben oder von Zorn oder auch von sehr intensiven, brachialen Gefühlen. Aber es ist nie, wie komme ich am Schluss an? Ich möchte vielleicht eine Analogie schaffen. Eine Zeit lang habe ich Golf gespielt, als Jugendlicher, als Kind. Das war für Kinder in meiner Gegend umsonst. Das war so eine Art Sportprogramm und wir durften das machen. Und einer der Lehrer hat mir einen guten Tipp gegeben. Wenn du spielst und wenn du einen wichtigen Schlag vor dir hast, denk nicht an den Preis, den du gewinnen könntest. Denk immer nur an den nächsten Schlag. Und so mache ich es auch im Schreiben. Ich denke immer nur an den nächsten Schritt, die nächste Geschichte, den nächsten Absatz, den nächsten Schlag und nicht, was könnte hinten am Ende stehen, Applaus, Begeisterung und Männer, die mir irgendwie hinterherlaufen. Dann wird die Geschichte nichts. So ist es bis heute. Wenn Sie jetzt ein neues Thema haben, eine Idee für einen Roman, wie gehen Sie dann ran? Wie gehen Sie dann vor, um daraus was zu machen, um das wachsen zu lassen zu einer wirklichen Geschichte? Man hat ja meistens einmal irgendeine kleine Idee und dann weitet man das aus, ne?
Ich habe versucht zu schauen, ob meine bisherigen Romane eine Art Grundstruktur haben, ob ich alle ähnlich angefangen habe. Leider hatten sie wenig gemeinsam. Jeder Roman hatte seinen eigenen Weg, wie er entstand. Der eine Roman, das war wie eine Ohrfeige. Ich saß einfach da, ich saß in einem Café und bekam quasi eine Ohrfeige aus dem Nichts und hatte eine Idee für die Mondspielerin und habe danach erst angefangen zu recherchieren. Aber die Idee fiel mir tatsächlich mit einem und sie war da und ich dachte mir, ach du liebe Güte, und jetzt muss ich anfangen, das, was in einem Schlag da war, innerhalb von 2 Jahren versuchen auszuschreiben. Beim Lavendelzimmer war es ganz anders. Da hatte ich erst eine Grundidee, ein Thema, da war das Thema Liebeskummer, was sich aber verändert hat durch den Tod meines Vaters. Und dann wollte ich schreiben über Trauer und über Tod und wie es ist, dass wir es nicht ertragen können, wenn jemand stirbt, den wir lieben. Darüber wollte ich schreiben. Und inzwischen weiß ich es, ich fange immer bei einem Thema an, bei einem großen Thema. Tod, Leben, Entscheidung. Gibt es ein richtiges Leben? Angst vor Liebe, Angst vor Nähe. Mit diesem Thema fange ich an. Und dann schaue ich, gibt es eine Figur dazu? Und diese Figur zeichne ich komplett aus. Manchmal schreibe ich Figurenbiografien von 100 Seiten. Wer waren die Eltern? Mit welchen Erwartungen sind sie herangegangen an meinen Menschen? Er wandelt sich von einer Figur zu einem Menschen und ich lerne ihn oder sie dann kennen. Und erst wenn ich sie kenne, mit dem Thema zusammenbringe, denke ich mir den dazugehörigen Plot aus, die Szenen. Und bei mir ist es so, erst wenn ich weiß, wie fängt die Figur an, welche Sorgen hat sie und wo steht sie am Ende, wohin soll sie sich entwickelt haben, erst wenn dieses Ende steht, soll sie glücklich sein, geläutert, über sich hinausgewachsen, tot. Erst wenn ich das weiß, fange ich an. Und das sind sozusagen tatsächlich Strukturen, die ich immer wieder tatsächlich benutze. Aber das dauerte eine Weile, bis ich das kapiert habe, dass ich das mache. Ich sehe nur die Figur und wo die enden soll. Und dann baue ich die Szenen drumherum. Demnach sind Ihre Figuren Ihnen sehr nah. Die Figuren sind mir sehr nah. Und ich glaube, sie sind auch dann gut. Figuren sind dann gut, wenn sie so blöd sind wie wir. Wenn sie nicht besser sind als wir, wenn sie nicht klüger sind, nicht cleverer, nicht selbstreflektierter, nicht vernünftiger. Ich mag es, wenn meine Figuren sich selbst in Schwierigkeiten bringen, weil sie zu blöd oder zu feige oder zu stolz oder zu eitel sind. Genauso wie wir Menschen. Und nur wenn es auch dort richtige Menschen in einem Buch gibt, die nicht alles wissen und alles können, dann überzeugen sie mich, dann möchte ich auch 350 Seiten mit ihnen verbringen. Sie sind mir sehr nah. Ich mag meine Figuren und selbst die Miserablen, die Eitlen und die Fiesen und die Gemeinen, die Mörder. Und müssen die Figuren am Ende irgendwie zufrieden sein, damit sie loslassen? Während des Schreibens sind die ja da und wollen die ganze Zeit was und erzählen die ganze Zeit was. Und man muss ja dann auch irgendwann mal Ruhe vor ihnen haben. Wie erreicht man das? Manchmal habe ich gar nicht Ruhe, denn mich begleitet die Mondspielerin ab und zu immer noch. Ich sehe sie in Paris oder frage mich, was macht sie jetzt wohl in der Bretagne? Und manchmal denke ich auch an Jean Perdu und ich glaube, dass die Figuren, jetzt wird es etwas mystisch, ich glaube, dass unsere geschaffenen Figuren unabhängig und ungesehen von uns weiterleben und wir es nur nicht wissen. Und manchmal stelle ich mir vor, dass ich sie alle so zu mir einlade, die Figuren und Menschen der letzten Bücher und Kurzgeschichten. Das gäbe vielleicht eine Party. Wahrscheinlich würden auch einige mir was vorwerfen. Zum Beispiel all die Figuren der unvollendeten Romane. Die hängen ja jetzt in der Luft. Die sitzen da und sagen, Entschuldigung, ich bin jetzt irgendwie in diesem Gotthardtunnel im Zug und du wolltest eine Geschichte mit mir schreiben. Ich sitze hier jetzt schon seit einem Jahr rum. Kannst jetzt mal irgendwie weitergehen? Figuren, Menschen, die loslassen, schwierig. Lasse ich los? Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Ein paar Tipps für Anfänger, sagen wir mal 3. Schreib viel. Lies viel. Und vertraue der Überarbeitung. Vertraue der Überarbeitung ist wahrscheinlich das Wichtigste. Niemand setzt sich hin und schreibt druckreif. Ich überarbeite einen Text zwischen 3 bis 7 Mal und dann gucke ich dann nochmal ganz zum Schluss auch noch, ob das alles schön aus einem Guss ist.
Das heißt, man muss nicht aus dem Stand einen tollen Satz, einen tollen Absatz schreiben. Die meisten Berufsschriftsteller stellen im Laufe ihres Lebens fest, dass sie pro Roman, pro Buch vielleicht auf 2 Seiten kommen, die sie selbst brillant finden von 300 Seiten. Vielleicht ein berührender Absatz. Der Rest ist ja gut, aber nicht so. Das heißt, in der Überarbeitung kann man sehr, sehr viel machen, was einem nicht gleich irgendwie rausfließt. Aber Schreiben kommt vom Schreiben. Schreiben kommt vom Lesen. Unendlich viel. Und Schriftstellerei heißt, Schriften hinzustellen. Das heißt, zu überarbeiten, zu kürzen und daraus ein Buch zu machen. Frau George, Sie engagieren sich auch sehr für Autoren, zum Beispiel bei der VG Wort, in dieser leidlichen Amazon-Geschichte, viele andere Dinge, die Sie für Autoren tun, wo Sie sich einsetzen. Wo sehen Sie im Augenblick die größten Hürden und die größten Gefahren für Autoren? Was passiert? 3 Dinge. Erstens, Autoren müssen sich echt fit machen im Vertragswesen. Ich habe immer wieder junge Nachwuchsautoren, die zwar bei guten Verlagen unterkommen, und auch Verlage sind nur Geschäftspartner. Man kann mit ihnen auch freundschaftlich und sympathisch verbunden sein. Ich liebe meinen Verleger sehr seit 1997. Dennoch sollten sich Autoren fit machen in Verträgen, dass sie wissen, was sie unterschreiben und wo sie auch verhandeln können und wo es auch überhaupt gar kein Problem ist. Man muss sich manchmal ja mal trauen. Das ist etwas, was ich jedem Autor, jeder Autorin am liebsten persönlich beibringen möchte. Schau, so ist ein guter Vertrag, da sind die Hürden, da sind die Klauseln. Dann, mit was wir aktuell zu kämpfen haben als Zweites, ist die Internetpiraterie. Erstaunlicherweise werden E-Books unglaublich viel geklaut. Und dort draußen ist es so, dass wir etwa 6 Millionen in Deutschland haben, die ausschließlich und nur E-Books illegal lesen, das heißt nicht bezahlen. Und das summiert sich zu Verlusten. Und diese Verluste sind aber sehr, sie wirken diffus. Viele sagen, wieso, ach komm, wenn ich ein E-Book klaue, ich klaue es ja nicht wirklich, ich lese es ja nur und ich wollte es ja eigentlich auch nur mal anlesen. Und der Verlag hat doch irgendwie so viel Geld, also es wird nicht ernst genommen, dass wir dadurch sehr hohe Verluste haben. Bei Bestsellern ist der Verlust durch E-Book-Piraterie liegt über 30%. Und besonders gerne wird auch Erotik und Krimi geklaut. Hochliteratur komischerweise nicht so gerne. Es verdienen sehr viele andere Leute auch Geld mit Internetpiraterie, die Portale zum Beispiel oder die Zahlungsdienstleister. Es gibt inzwischen auch Paid Piracy. Also es gibt Leute, die nehmen sich, cracken E-Books und bieten ein Abo an, 2,99 Euro im Monat, und dafür hast du Zugriff auf sämtliche E-Books der Welt. Das ist sehr schön, wenn sie das dürften, dürfen sie aber nicht. Und sie verdienen dann trotzdem damit Geld. Auch die Zahlungsdienstleister verdienen damit Geld. Also viele andere Leute verdienen Geld damit, dass sie E-Books zur Verfügung stellen, die geklaut worden sind, die illegal gecrackt worden sind. Das ist ein großes Thema. Und es ist deswegen ein großes Thema, weil die Politik es nicht schafft, uns Autoren zu helfen, wie wir unsere Rechte durchsetzen können. Sie schafft es nicht, das auf ein internationales Niveau zu heben oder auch überhaupt Verständnis für E-Book-Piraterie zu haben. Es ist kein Kollateralschaden. Es ist definitiv ein immenser, hoher, ganz, ganz schlimmer Verlust. Ich werde wöchentlich inzwischen im 4-stelligen Bereich geklaut. Nicht jedes Buch würde davon gekauft werden, aber nur wenn jedes 10. oder jedes 20. gekauft werden würde. Es ist ein enormer Verlust, und das klar zu machen, das ist eine Aufgabe, der ich mich widme. Das Dritte ist, Autoren müssen sich anfangen zu emanzipieren und mitzumachen. Wir haben hier verschiedene Angebote, wie wir publizieren können. Wir haben die traditionellen Verlage, wir haben Self-Publishing, wir haben Amazon. Amazon ist ein Langzeitstratege, der einen Plan verfolgt. Und der Plan sieht nicht unbedingt vor, ich will so viele schöne Bücher, gute Bücher und notwendige Bücher wie möglich machen, sondern ich will Geld, ich will Geld, ich will Geld. Und das unterscheidet Amazon von einem Verleger. Verleger sind zwar auch Geld interessiert, aber interessieren sich für Bücher, Amazon nicht. Amazon interessiert sich für Geld, nicht für Inhalt. Sodass man sich überlegen muss, auch Amazon ist ein Geschäftspartner. Und dass auch Autoren auch den kritisch sehen, wenn es um Fragen geht, veröffentliche ich dort vielleicht nur bei Amazon exklusiv? Gehe ich in die Flatrate, ja oder nein? Dass Autoren sich in jedem Fall emanzipieren und Bescheid wissen.
Genauso wie Sie Bescheid wissen bei den Verträgen mit den Verlagen, sollten Sie auch Bescheid wissen, was Amazon angeht. Die Welt ist ein bisschen schneller geworden. Wir können nicht nur mehr veröffentlichen, indem wir schreiben und hoffen, dass wir veröffentlicht werden. Wir können so vieles selber machen und die Risiken zum Scheitern sind leider auch ein bisschen höher geworden. Und da gilt es einfach aufzuklären und jeden Autoren, ich betone jeden Autoren, ob Self-Publisher oder Verlagsautor und Autorinnen darin zu unterstützen, sich zu emanzipieren und Bescheid zu wissen. Und ihnen zu sagen, das sind große Themen, Urheberrecht, Vertragsrecht, aber hab keine Angst. Wir können dich da durchleiten, es gibt immer jemanden, den du fragen kannst. Schreck nicht davor zurück, nur weil es zu groß ist. Nina George, danke schön. Ich danke.